Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute schauen wir uns mal wieder einen Beamer an in der Preisklasse unter 200 Euro. 180 Euro kostet das Teil hier und kommt von der Firma Crenova. Hab ich noch nie von gehört. Bin deswegen sehr gespannt, was er hier abliefern kann. Der XPE660, ein Full-HD-Beamer, bei dem geworben wird, er soll besonders leise sein. Oft ist das Lüftungsgeräusch gerade bei den günstigen Modellen ja ziemlich laut, manchmal auch so richtig helltönig, dass es unheimlich stört. Da bin ich mal sehr gespannt. Er soll einen guten Klang abliefern, ein schön helles Bild haben mit bis zu 5000 Lumen. Und wir haben noch mit so ein paar anderen Geschichten. Wir schauen einfach mal, was drin steckt und ob er dann auch dementsprechend abliefern kann. So, erstmal hier auspacken. Wie mache ich das denn? Ich schiebe ihn einfach mal so ruckartig raus. Zack, dann könnte ich die Packung hier mal nach hinten stellen. Und schauen mal, was wir hier haben. Ein extra Paket. Darin befindet sich, jawohl, einmal das Stromkabel, dann so ein AV-Kabel, dann ein HDMI-Kabel. Sehr schön. Die Fernbedienung, ihr seht, die ist weiß. Der ganze Beamer ist weiß. Das Design gefällt mir so von der Packung her schon mal sehr gut. Also ganz normale Standard-Fernbedienung und noch ein bisschen Papierkram. Was ist denn das? Sollen das Reinigungstücher sein? So was habe ich ja noch nie gesehen. Also hier so ganz, ganz dünne, ja, das sind so ganz dünne Stofftücher. Wahrscheinlich Reinigungstücher, oder? Kennt einer von euch das? Schreibt es mir in die Kommentare. Habe ich noch nie gesehen. Okay, also weg damit. Dann schauen wir uns jetzt den eigentlichen Beamer an. Natürlich gut und sicher verpackt und ich habe ihn auf dem Kopf stehen. Ist ja logisch. So rumdrehen, weg mit den Stützen. Dann ist er hier noch schön eingehüllt. Oh, und er ist schon ein bisschen schwer. Uiuiui. So, und da haben wir ihn, den Crenova XPE660. Wir schwenken mal ein bisschen runter. Wir haben hier eine große Abdeckung für die echt große Linse. Da könnt ihr das sehen. Das ist wieder eine Riesenlinse. Hier ist natürlich ein LED-Licht oder eine LED-Lichtquelle drin. Also da können wir dann die Abdeckung drauf machen. Also vom Design her, ja. Also er ist groß. Aber er sieht gut aus, also das Weiße gefällt mir gut. Also wir haben hier vorne einmal die Linse, dann hier oben ja Infrarot für die Fernbedienung. Hier wird er wahrscheinlich, ich weiß nicht, der soll glaube ich lüfterlos sein. Ist das hier wahrscheinlich, dass die Wärme raus kann. Was haben wir hier? Oh, was ist denn? Hey, der steckt voller Überraschungen, Leute. Ich kann hier was rausziehen und wahrscheinlich, keine Ahnung. Ist das hier ein Staubfilter oder sowas? Es sieht aus, schaut mal genau rein, das sieht aus wie so ein Staubfilter. Kann man wahrscheinlich dann auch mal hier rausnehmen und das Ganze reinigen. Das ist ja sehr interessant. Also ich schiebe es nochmal rein. Sieht ja fast aus wie ein Luftreiniger, das Ding hier. Also rein mit dem Filter, der klickt dann nochmal in Position. Also an der Seite auch nochmal Lüftungsschlitze. Hinten haben wir dann die Anschlüsse, zweimal USB, zweimal HDMI. Und einmal nochmal hier einen Infraroteingang für die Fernbedienung an Ausschalter. Und da kommt dann der Strom rein. Und an der Seite finden wir nochmal einen AV-Eingang, einen Audioausgang 3,5 mm und hier einen ganz normalen RGB-Anschluss, wo man auch einen PC oder so anschließen kann. Gehen wir nochmal kurz auf die Unterseite. Da sehen wir, hier vorne kann man das Rädchen ein bisschen rausdrehen, um dann eben die Höhe einstellen zu können. Und da hängt dann auch hier die Abdeckung mit dran. Okay, ansonsten ganz normale Standfüße und ja, mehr sehe ich da erstmal nicht. Auf der Oberseite haben wir nochmal hier die Bedienelemente, Powerbutton zurück, rechts, links, hoch, runter, okay, Mode und was auch immer man da noch einstellen kann. Also, so viel schon mal zum Unboxing. Ich bin jetzt äußerst gespannt, wie er sich schlägt, ob er wirklich ein gutes Bild hat, ob das Bild hell ist, ob er nicht zu laut ist, ob die Lautsprecher wirklich so gut sind. Irgendwo steht da was mit 360 Grad. Naja, wir schauen mal. Also, ich schließe das Ding an, mache jetzt den harten Part vom Review und müssen wir ein paar Filme, Serien und sowas reinziehen. Und dann sage ich euch, wie gut er ist. Schnitt! Okay, dann fangen wir mal an. Ich habe den Beamer jetzt ausführlich getestet, Freunde. Und ich kann euch sagen, ich habe hier echt Redebedarf. Also über den Crenova Beamer müssen wir hier mal ausführlich sprechen, denn der ist echt super. Also ich war sehr, sehr überrascht. Ein richtig, richtig, richtig guter Beamer für die Preisklasse unter 200 Euro. Da bin ich hin und weg.
Also der beste Beamer, den ich in dieser Preisklasse bisher getestet habe. Und ich sage euch jetzt auch genau, woran es liegt, was so toll ist und ja natürlich auch, hoppala, ja, der ist ein bisschen groß. Wo hier ein paar Schwächen natürlich auch noch sind bei dem Crenova, aber das haben die echt gut hinbekommen. Also Design, habe ich vorhin schon gesagt, gefällt mir gut. Er ist ein bisschen groß, ein bisschen schwer, verzeihen wir ihm aber total. Wir fangen mal hier bei der Linse an. Wir haben hier den Fokus, den können wir hier am Ring einstellen. Einfach drehen, bis das passt. Und das Positive ist, der Fokus, wenn er eingestellt ist, ist auch über die komplette Bildbreite bei mir scharf. Es gab ja durchaus Beamer, da war es dann oben scharf und unten unscharf oder in der Mitte scharf und an den Seiten wird es verschwommen. Habe ich hier gar nicht gehabt. Also Schärfe ließ sich sehr gut einstellen. Wir können auch die Keystone-Korrektur einstellen, also wo das Bild dann dementsprechend so gekippt wird, dass es schön gerade ist. Das macht man alles über die Fernbedienung und über die Software. Da gibt es also hier keinen Schalter, den man dafür drückt. Klappt auch gut. Hier die Einstellung. Wunderbar. Dann mein erster Eindruck. Bild eingeschaltet und wuh. Schöne Farben, kräftige Farben, klares Bild. Die Auflösung liegt ja bei 1280 x 800 Bildpunkten und ist völlig ausreichend. Ihr müsst mal überlegen, das Bild ist auch sehr groß. Man kann es bis auf 5 Meter Bilddiagonale bringen, wenn der Abstand zwischen Abspielgerät und der Fläche oder der Wand, wo es drauf projiziert wird, groß genug ist. Also ich habe jetzt keinen so großen Raum gehabt. Ich hatte hier keine 5 Meter. Sagen wir mal, es waren ja gute 2,20 Meter, 2,50 Meter, sowas um den Dreh rum. Und da war das wirklich eine feine Sache. Dann habe ich hier mal was abgespielt und dachte, wow, richtig schönes Bild. Also der kann mit meinem zugegeben in die Jahre gekommenen älteren Beamer, der noch eine richtige Birne drin hat, kann der hier mithalten. Also der hat eine LED-Lichtquelle und das LCD, das hier eingebaut ist, und der kann da echt gut mithalten. Der bietet eine gute Helligkeit, auch wenn man das Licht einschaltet, kann man immer noch was erkennen. Natürlich sieht es ein bisschen verwaschener aus, aber das ist eben so bei Beamern. Aber man kann da immer noch was erkennen. Bei richtigem Sonnenschein, den hatte ich jetzt leider nicht, sieht das natürlich wieder anders aus. Aber ich denke mal, so abends im Dunkeln, im Garten, irgendwie Sportveranstaltungen gucken oder sowas oder mal in die Garage rein projizieren, wenn irgendeine Weltmeisterschaft ist, das macht er mit. Kein Problem. Könnt ihr hiermit wunderbar machen. Und was man auch wunderbar machen kann, ist Filme schauen. Der macht ein so schönes Bild, Freunde. Ein großes Bild und die Farben, die passen einfach. Man kann natürlich alles noch ein bisschen anpassen. Bild, Schärfe, Bildfarbe und Rauschunterdrückung, pipapo. Was es da alles so gibt, braucht man aber eigentlich nicht. Die Standardeinstellung fand ich hier schon echt gut. Und das Filmeschauen hat mir hiermit Freude bereitet. Wie man jetzt Filme schaut, ja, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Man kann zum einen hier seinen PC anschließen. Das habe ich, so einen Media-PC, den ich mir gebastelt habe, hier über RGB-Kabel. Ihr könnt natürlich auch über HDMI dann eure Spielkonsole, eure PlayStation, eure Xbox, DVD-Player, Blu-ray-Player, irgendwas hier anschließen. Und das wird dann auch abgespielt. Oder ihr könnt dann hier über die USB-Anschlüsse direkt Medien über einen USB-Stick zum Beispiel abspielen. Und da gibt es so ein klein bisschen Problemchen, wo man was beachten muss. Erstmal die Bedienung über die On-Screen-Funktion. Simpel, klar und deutlich. Also da kommt man sehr gut mit klar. Das wirft keine Rätsel auf. Wo man aber dann drauf achten muss, der eingebaute Media Player, der spielt nicht alle Formate ab. Ich habe von mir hier mal 4K-Aufnahmen draufgepackt und ja, die wurden dann eben nicht unterstützt, die konnte er eben nicht abspielen. Über ein angeschlossenes Gerät wäre das natürlich kein Problem, da könnte ich die abspielen, aber über den eingebauten Media Player hat es in dem Fall nicht funktioniert. Kleinere Formate, die unterstützt werden, spielt er problemlos ab, kann man direkt vom Stick sich anschauen. Gar kein Thema. Tja, und wenn man keine Lautsprecher angeschlossen hat, was ich absolut empfehle, Freunde, dann kommt hier natürlich der Ton aus den 360 Grad Surround tollen eingebauten Lautsprechern raus, wie sie angepriesen werden. Die sitzen hier an der Seite und ja, ich glaube nur an der einen Seite. Und ja, kann man machen. Ganz nett, dass sie dabei sind. Da hat man auch unterwegs einen Ton. Man kann sich damit auch was anhören, aber so einen richtigen Kinofilm will man mit den kleinen Dingern hier sich nicht reinziehen. Also da schließt man dann doch lieber zum Beispiel hier über das 3,5 mm Klinkenkabel ordentliche Lautsprecher an oder über HDMI, über euer Soundsystem geht das natürlich dann auch. Also die Lautsprecher sind für, ich sag mal, diese Beamer-Kategorie in Ordnung. Hab schon Schlimmeres gehört, aber man will eigentlich mehr. Das will ich damit sagen, aber nice to have. Wenn wir gerade beim Geräusch sind, bei der Geräuschentwicklung, ich habe ja eben gesagt, der soll geräuschlos sein, habe mich schon gewundert, auch hier mit dem Luftfilterteil auf der Vorderseite, der ist natürlich nicht geräuschlos.
Hätte mich auch sehr gewundert, aber er ist nicht besonders laut. Hört mal her. Also der Lüfter ist relativ leise für so einen Beamer. Er ist nicht wirklich störend. Wenn man sich ein Filmchen anschaut und da ist dann ein bisschen natürlich der Ton mit dabei, dann verschwindet das hier komplett im Hintergrund. Die Geräuschentwicklung von dem Lüfter haben sie gut gemacht und man kann die auch noch steuern. Da gibt es wieder die Einstellung in den Settings, die heißt so ein bisschen verwirrend geräuschlos oder Lüfter aus, ich weiß nicht mehr genau. Und dann ist der Lüfter natürlich nicht aus, der ist dann einfach nur runtergeschaltet und dreht langsamer. Und dann kann man ihn auch hochschalten. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich ihn hochschalten sollte. Der hat bei mir auf der niedrigen Stufe hier die ganze Zeit wunderbar funktioniert. Vielleicht wird das dann im Sommer, wenn man es draußen bei 30 Grad Außentemperatur macht, dann notwendig, dass der Lüfter dann nochmal ein bisschen mehr Bums bekommt und mehr Luft hier durchströmen lässt. Was mir auch beim Luftdurchströmen aufgefallen ist, da kommt nirgends so, ja, so ein richtig harter Luftstrahl raus mit heißer Luft. Das ist gut gelöst. Also lüftermäßig, Lüftergeräusch, feine Sache. Kann man machen, nicht wirklich störend, wenn ihr dann auch Geräusche wie Ton von einem Film oder so oder von eurem Spiel nebenbei laufen habt, das verschwindet. Wenn ihr euch aber dann zum Beispiel mal Fotos anschaut, denn hier ist natürlich auch so ein Foto, so eine Fotofunktion eingebaut. Ihr könnt dann hier eure Fotos als Diashow durchlaufen lassen, dann hört man den Lüfter natürlich. Aber die Fotos sehen auch nett aus. Also wer hiermit mal Urlaubsfotos zeigen will, einfach auf den USB-Stick draufpacken, hier auf die Fotofunktion gehen, bupp, und dann bekommt man eine schöne Slideshow von seinen schönsten Fotoerinnerungen und kann hier die allseits geliebten Dia-Abende nochmal neu aufleben lassen. Dafür funktioniert er also auch sehr gut. Bedient wird das Ganze über die Fernbedienung. Da habe ich einen kleinen Makel entdeckt und das ist, ja, wie man die Fernbedienung öffnet. Mit dem Fingernagel hier in die kleine Kerbe reingehen und ziehen und drücken und, also kurz gesagt, geht sauschwer auf hier das Batteriefach. Das hätte man schöner lösen können, dass man es ein bisschen hochschiebt oder, naja, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Ansonsten, kleiner Plastikbomber, nettes Design, goldener Streifen an der Seite, die Tasten. Die sind schön klickig, also die lassen sich sehr gut drücken, haben einen guten Druckpunkt, lässt sich alles gut bedienen, auch hier aus den verschiedensten Winkeln. Also die Infrarotaufnahme hier von den Befehlen der Fernbedienung werden aus jedem Winkel gut aufgenommen. Also hatte ich keine Probleme, dass irgendwie, wenn ich von hier oder von da mache, dass da die Befehle nicht direkt angenommen werden. Hat bestens funktioniert. Fernbedienung geht in Ordnung, aber hier Batterien, die müsste man noch ein bisschen leichter einlegen können. Ganz, ganz kleines Manko. Man kann natürlich auch noch die Bedienelemente hier auf der Oberseite benutzen. Damit geht die Steuerung genauso gut. Also wer die Fernbedienung gerade nicht zur Hand hat oder nicht mitnehmen will, hier mit den Knöpfen, auch die haben einen schönen Druckpunkt. Damit kann man dann auch noch alles bedienen. Tja Leute, und habe ich noch was vergessen? Lasst mich kurz überlegen. Wir hatten Bildqualität gut, Geräusch angenehm leise, Lautsprecher, ja, gehen so. Anschlüsse funktionieren alle, sind auch reichhaltig vorhanden. Zweimal HDMI, zweimal USB, einmal AV, einmal Audio, einmal RGB-PC, mehr braucht man eigentlich nicht. Man könnte hier sogar sein Android oder sein iPhone anschließen, also sein Android-Smartphone oder iPhone anschließen. Dazu bräuchte man aber passende Adapterkabel, die nicht mitgeliefert werden. So, Freunde. Krenova, jetzt müsst ihr mir mal erklären, wie ihr das zum Henker gemacht habt, dass ihr für diesen Preis 180 Euro ja, so einen ordentlichen Beamer hinstellt. Also, da bin ich ja echt platt. Habe ich gar nicht mitgerechnet. Ich habe ja schon so einige getestet, gerade in dieser Preisklasse um 200 Euro oder unter 200 Euro. Und die waren immer so von, naja, bis ganz okay. Aber der hier, das ist der erste, wo ich sage, der ist echt gut, Freunde. Uneingeschränkte Kaufempfehlung. Wer einen günstigen Beamer sucht, zum PlayStation spielen, Filme gucken, Präsentationen zeigen, Fotos zeigen. Bing, hier ist er, euer Krenova Beamer für 180 Euro. Den Link findet ihr natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Mehr kann ich eigentlich nicht mehr dazu sagen und sage vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und viel Spaß mit eurem neuen Beamer, falls ihr euch für den hier entscheidet. Ihr werdet den Kauf meiner Meinung nach nicht bereuen. So, das wär's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!